Ui. Ja, hatten wir schon 26 Mal. Nicht abbrechen oder was? Nein, anscheinend nicht. Wieso geht das eigentlich nicht mit dem Tastatur zu steuern? Ist doch scheiße. Wer denkt sich so ein Spiel aus? Ach so, ich nehme ja schon wieder auf. Oh Leute. Also, ich wollte eigentlich. Nein, ich muss 20 Minuten. Ach Quatsch. Ich habe 19 Minuten Spielzeit voll und ich brauche 2 Stunden, um mich überhaupt irgendwie online damit dem Multiplayer verbinden zu können. Und deswegen habe ich gedacht, spielst du mal seriös. Hab so ein ganz kleines Spiel gespielt, so ein 5-Minuten-Kram da. Schnell Geld wegbringen. Geld wegbringen. Geld verdienen. Und das geht immer noch nicht. Schade. Neu laden geht quasi nicht, ne? So, was haben sie gesagt? F7 oder F9? F9, keine Funktion. F7. Hä? Ach so, warte mal. Abschleppdienst rufen. Eingabe. Ah. Oh, so eine Scheiße. Kann dich und dein 208 kosten und die Fahrt dauert 42. Oh, das ist doch Scheiße. Kann man jetzt echt nicht mit der Tastatur steuern? Ist doch Mist. Ja. Tolle Wurst, echt. Ich wollte jetzt seriös wirklich richtig spielen, um meine 2 Stunden Spielzeit voll zu kriegen, um auch Geld verdienen zu können. Und jetzt hänge ich hier in der Luft. Nach 20 Sekunden fahre ich mich an einer Bordsteinkante fest oder was? Kann doch wohl nicht wahr sein, ehrlich. Oh, es ist doch scheiße. So, wo muss ich? Scania. Ich denke, ich fahre einen Volvo oder was? Tatsächlich. Naja. LKW ist LKW, ne? Ist denn jetzt die Ladung überhaupt noch drauf? Und wo ist die Ausfahrt? Och, so eine Scheiße, ey. Mann, Mann. Ja, also wenn ich jemals Multiplayer spielen will, dann muss ich, da ist auch die Ausfahrt. Warum sagt sie denn nichts? Dann muss ich, da ist ein Fragezeichen. Gibt das extra Level? Super Scores, Punkte. Wo muss ich denn hin? Oh, jetzt, wie komme ich denn jetzt wieder aufs Navi? Da unten hängt eins. Links. Ich muss links. Dann fahren wir doch links. 2 Stunden Spielzeit. Gar nicht so einfach, wenn man ein Trottel ist. Keine Ahnung hat von dem Spiel. Weil ich es ja viel zu selten spiele. Und wieso kann ich auf so einer vierspurigen Straße nicht umdrehen und bleibe dennoch an so einem Dingens hängen? Wo ist das Navi? Jetzt ist das Navi schon wieder verdeckt. Warte, aber ich muss rechts, oder? Blinker habe ich auch irgendwo. Sind die schon alle tot oder warum bewegen die sich nicht? Hat das jetzt Geld gekostet? Oh, so eine Scheiße. Ich wollte Geld verdienen, so ein Mist. Und nicht hier direkt alles zu Klump fahren. Jetzt fahr weg hier. Mein Tanker hinten drauf, der fällt auch bald runter. Erstmal muss ich da irgendwie wieder rauskommen aus diesem komischen Menü. F8, 7, 6, 5. F5 ist ein Navi. Ah. So, wo bin ich jetzt? Da. Ich muss jetzt geradeaus. Alles klar. So. Das habe ich schon 26 Mal gesagt, dass ich Multiplayer spielen wollte. Wie schnell fahre ich denn? Da unten 60. B habe ich auch gelesen. Ist die Drosselklappe. Die hilft alleine aber nicht. Hoppala. Stehe ich aber weit weg. Komm, mach grün. Ich habe schon so viel Zeit verloren. 42 Minuten Abschleppung. Schleppung. Ob das auch als Spielzeit aufgerechnet wird? Ich weiß es nicht. Ist doch Mist. Oh, dauert das lange. Ist ja wie im richtigen Leben hier. Hallo, sieht der mich? Bist du? Wo ist die Hupe? Was ist das denn? Oh, so klingt mein Bruder, wenn ich ihm auf die Füße trete. Aber ist doch keine Hupe. Ist ja meine noch besser. Tempomat ist auch irgendwo. Ich glaube C oder was? Ja, das erste war ein ganz kurzer Auftrag, irgendwie Spanplatten oder was. Da musste ich quasi nur über die Straße, wenn man so will. Das war gut, das habe ich auch hingekriegt. Außer, dass ich ein Schild übergefahren habe. Aber ansonsten ging es. Deswegen habe ich dann gedacht, die 2 Stunden Spielzeit mal seriös voll machen. Und auch mit Drosselklappe arbeiten. Ihr müsst immer mit Drosselklappe fahren, wenn ihr einen habt. Im PKW habt ihr keine. Hätte ich da einen, würde ich da auch noch ranziehen. In Gedanken tut man es sowieso manchmal. Jeder LKW-Fahrer weiß, was ich meine. Macht man plötzlich den Scheibenwischer an. Obwohl man eigentlich die Drosselklappe anstellen wollte. Die der PKW nicht hat. Oder Retarder. Ja, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Kassel, Erfurt, Hamburg. Bin ich auf einer Autobahn? Nee, ne? Wo muss ich? Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ich fahre einfach nach Navi. Nee, hier muss ich nicht hin. Links, ne? Das Navi geht ja wie meins. Gar nicht schlecht, Herr Specht.
ich einen richtigen Auftrag, mein... Mit 70 in der Ausfahrt oder was? Oh, die Bremsen sind gut. Jetzt stehe ich ja schon. Oh. Das ist aber nicht wie im richtigen Leben, oder? Ja, doch. Ja, heute ist Sonntag. Wir machen gleich noch schön Milchreis. Bruder und ich. Der mich abholt aus den anderen Videos. Wir wollen noch schön Milchreis machen. Da stehe ich ja drauf. Ach, wir stehen da drauf. Jetzt habe ich doch, jetzt bin ich doch Autobahn, ne? Oder wo bin ich? Also ich habe blaue Schilder. Ach, ein CC. Passat CC. Ist ja alles rumfährt. Berlin, Magdeburg. Wie weit habe ich es eigentlich? Tolles Navi, sagt mir nicht mal da. Was? 126 Kilo? 125 Kilo? 124 Kilometer? 123 Kilometer noch? 122 Kilometer noch? Das geht ja, das spult man ja doch ganz schnell ab. Also es ist doch nicht so 1 zu 1. Warte mal, Ausfahrt? Nicht mit 100, ne? Ja, ich fahre noch ein bisschen wie ein Idiot. Und ihr hattet schon bei dem ersten Video reingeschrieben, ich soll mir mal so ein Lenkrad kaufen. Nee, das könnt ihr vergessen. Ich gebe da kein Geld für aus. Seit Need for Speed 1, mein... Nee, das ist nicht wahr. Need for Speed 1 war nicht mein erstes Rennspiel. Das war Stunts. Kennt das noch einer? Das war doch 386er Zeit. Das lief noch unter MS-DOS. Die meisten, die hier zugucken, die kennen das gar nicht. Aber da bin ich angefangen. So 386er Zeit. Eigentlich bin ich beim C64 angefangen. Aber richtig PC, das war denn Radarkontrolle. Soll ich so 90, ne? Oder soll ich überbremsen? Das ist wie im richtigen Leben. Kaum steht da Radar angeschlagen, schleichen die hier rum. Ich muss mal irgendwie so ein bisschen auf der Spur bleiben. Ich fahre wie ein Idiot. Bin gespannt, da mal irgendwie so mit mehreren Leuten hier rumzuzocken. Das könnte ganz cool sein. Vor allem auch Unterhaltung denn, oder was? Ob man das dann auch hochlädt oder so? Ich weiß es nicht. Warte mal, Ausfahrt, halt. Hier, blinken, wo ist er? So. Geht auch wieder aus. Ah. Ja, langsam wird das. Oh, noch 85. Donnerwetter, da fährt ein Irrer wie ein Bekloppter. Oh, hier, warte mal, blinken. Cool. Ist ja ganz raffiniert an und für sich. Wenn man nicht gerade an Bordsteinkanten hängen bleibt, ist das Spiel ganz raffiniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann habe ich mal einen extra Kanal gemacht, weil ich die anderen Leute nicht nerven will, die davon keine Ahnung haben und vor allem auch kein Interesse haben. Würde mich jetzt, sage ich jetzt mal, auch nicht interessieren. Wenn ich einer von den normalen Menschen wäre, die kein ETS 2 spielen oder die mit Computer auch nichts am Hut haben. Huch! Guckt man mal kurz von der Straße, sieht man volle Pulle hier in der Weltgeschichte rum. Ist ja wie im richtigen Leben. Noch 62, darf ich jetzt überholen? Ist ja Überholverbot, spielt das eine Rolle? Da hinten sind Autos, warte mal. Blinker? Nö. Mein Gott. Fest. Also mit Bussen habe ich es hier aber. Jetzt wollte ich die PKW da hinten nicht ausbremsen. So eine verdammte Scheiße, ey. Ist ja ein tolles Spiel. Parkplatz. Mal gucken, mal pinkeln gehen. Kann man ja auch ein P machen. Habe ich überhaupt Zeit dafür? ETA. Was ist denn ETA? Er rechnet... Ach, eine Raststätte. Oh, cool. Habe ich überhaupt Sprit? Halb voll. Nee, das ist Öldruck. Huch. Naja, jetzt bin ich jetzt vorbei. Wo ist denn die Tankanzeige? Da. Oh, drei Viertel voll. Ich weiß zwar nicht, aber... 44 Kilometer, würdest du nicht mehr sehen im richtigen Leben. Naja, fahr mal weiter. Hä? Oh, volle Pulle hier mit 90 auf der Autobahn schießen. Juhu! Wie hast du, warte mal, blinken, blink, 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 blink. Huch. Magdeburg, hä, jetzt bin ich schon auf A2? Wo war ich denn eben? Wann bin ich denn in der Ausfahrt gefahren? Oder war ich die ganze Zeit schon auf A2? Ich blicke hier doch nicht lang. Bin ich nicht vorhin in Hannover irgendwo gestartet? Ist ja fast wie zu Hause. Kann man eigentlich in dem Spiel nach Hause fahren? Aber ich muss hier runter. Ich wusste gar nicht, dass Hannover so eine Berge hat. Brems! Wo ist denn hin? Rechts. Vortasten? Jetzt brauche ich wieder die Maus, ne? Ist ja scheiße, wo lege ich die denn hin? Aha. Aber los. Ja, diese Steuerung, ne? Es ist keine... Passt das? Ui, 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 ui.
ich bin doch diese Computerspiele, hier diese ganzen Rennspiele. Da drückst du einmal kurz nach rechts und dann ist das direkt voller Lenkeinschlag. Aber ich habe vergessen, dass das hier eine Simulation ist. Das funktioniert hier überhaupt nicht. Donnerschlag. Ach, da steht ja auch nochmal, wie schnell ich fahre. 58. Sprit halb voll. Hä, halb voll? Hm. Aber da das ja ein schnelles Spiel ist, gebe ich ja theoretisch den LKW wieder ab. Und... Oh. Erfurt. Erfurt? Ich war doch eben noch in Hannover. Na, ist mir auch egal. Jetzt muss ich schon wieder... Wo lege ich die Maus denn mal hin? Ui. Mit der linken Maustaste bin ich jetzt mit der Maus zugange. Mit der linken Maustaste. Mit der linken Hand bin ich jetzt mit der Maus zugange. Schlange hinter mir. Oh, Hermann läuft da draußen rum. Wedelt beim Schwanz. Schnüffelt auf dem Gras. Hermann ist übrigens Nachbars Hund. Also, alles gut. Nicht, dass er meint, wir hätten hier ganz seltsame Leute in der Nachbarschaft. Aber wie fahre ich denn 70? Ist ja wie im richtigen Leben. Oh, Bus. Mit denen habe ich kein gutes Verhältnis. Guck mal, Außenspiegel sind ab und zu... Ach ne, die Bäume verschwinden. Ah, ich dachte, da würden Brocken fliegen. Halt, ich muss ja links. Gib Gas. Schwerfällig wie im richtigen Leben. Hui. 50. Nein. Warte mal, da rechts, ne? Oder was? Kommt da einer? Nein. Und da rechts. E-Akris. Brems. Oh, bremst aber willig. Und BMW. 5er. Sogar die Autos erkennt man. Oh, das ist ja wie im richtigen Leben. Aber jetzt muss ich da hin anscheinend. Blink mal nochmal. Habe ich immer nicht richtig geblinkt. Nee, schnell. Schnell, schnell. Da muss ich hin. Oh, dann ziehen wir mal hier rum. Hier rum, hier rum, hier rum. Vorwärts dahin. Warte mal, es geht doch. Es geht nicht. Jetzt brauche ich erstmal eine Ansicht von oben. Das ist nicht richtig. Ah. So, wo muss ich jetzt hin? Was höre ich denn hier für Geräusche? Kühe und Hühner, cool. Aha, ich bin auf dem Bauernhof. Ich wollte eigentlich hier jetzt vorwärts hinziehen, wie man es ja wahrscheinlich im richtigen Leben auch macht. Und dann wollte ich, oh, die Geschichte wieder. Ich fahre ja Gliederzug, da muss ich ja ganz anders denken. Aber das geht sowieso nicht, so fahre ich mir alles kaputt. Können die Anfänger machen, ich nicht. Ich fahre jetzt eine Ehrenrunde. Wenn man sich total verhaspelt hat, Ehrenrunde drehen. Och, das ist ja, passt ja sogar noch besser so. Lenk, lenk. Ich drücke hier mit Sicherheit keine Eingabe. Mit absoluter Sicherheit nicht. Ui, 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 ui. Das war schon wieder viel zu schnell, so eine Scheiße. So, wo muss ich jetzt hin? Piep, piep. Rechts lenken oder links lenken? Fahr man erstmal los, dass ich sehe, wie er noch kommt. Das ist auch wie beim PKW. Da fährst PKW mit Anhänger, fahre ich auch ab und zu mal. Und dann lenke ich. Und das ist die falsche Richtung. Weil man im Gliederzug absolut anders lenken muss. Das ist einfach so. Rum, 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 rum. Rum, rum, rum. Rum, rum. Wieder rum, wieder rum. Dann ziehen wir gleich nochmal vor. Theoretisch fahren wir dann einfach mal rückwärts. So, vorsichtig. Im wirklichen Leben wird man nicht mal sehen, der da hinten ansteckt. Aber wir sind ja im Spiel hier. Träge, 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 träge. Rückwärts. Kipp. Halt. Ja. 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 Also, machen das Sattelfahrer eigentlich aus dem FF hier, oder was? Das kann das mal erzählen. Ja, ja, was fragt es für die Entladung bereit zum Abkoppeln des Aufliegers? T. Zufriedenstellen. Ja, weil ich auch abgeschleppt wurde. Wenn ich hier an so einer Scheiße... Achso, der Schaden. Der Bus. Naja. Hey, ich bin Neuling. Und nicht mehr Level 0. Also,
Wenn das... Wo ist die Maus? Jetzt steht die Maus hier auf der linken Seite. Das ist doch scheiße, das geht gar nicht. Das muss ich mir irgendwie noch alles ausdenken. Fortfahren. Ja, wohin denn? Ich bin doch gerade angekommen. Wie, ADR? Was soll ich denn jetzt machen? Fähigkeiten. Ich hab jetzt ADR-Schulung? Weil ich so fast durch die Gegend fahre, habe ich ADR? Das ist ja praktisch. Nee, was muss ich jetzt machen? Anklicken? Anwenden? Verstehe ich nicht. Vielleicht sollte man einfach mal... Ey, Mahlzeit. Mahlzeit, der Transport gefährlicher Güter verlangt nach gut ausgebildeten Profis, verwende deine hart erarbeitete Erfahrung, um folgende ADR-Zertifikate zu erwerben und so dein Einkommen erheblich zu erhöhen. Cool. Explosive Stoffe, wie zum Beispiel Dynamitfeuerwerkskörper, da habe ich ja wie im richtigen Leben auch. Klasse 2, nee, hatte ich, das war im ersten Leben. Jetzt habe ich das ja nicht mehr. Okay, ja, was soll ich jetzt machen? Ach! Ah. Anwenden. Jetzt bin ich... ADR-Sprengstoffmann oder was? Wo ist denn mein Geld? Gefahrene Strecke. Wie komme ich in mein Profil? Ach da, Profil? Nee. Nein, will ich nicht. Fähigkeiten? E-Mail. Selbstständiger Fahrer gesucht. Trameri. Achso, Trameri, dachte ich. Beton. Sind Sie an einer beruflichen Veränderung interessiert? Nö, ehrlich noch nicht. Benötigen Sie Geldmittel? Immer, aber nicht. Kriege ich jeden Tag E-Mails. Ich könnte 100.000 Euro kriegen. Jawoll! Ach da, gebucht haben. 4.813. Na langsam wird's. Profit die letzten 7 Tage 3.200. Naja. Aber wie viel Spielzeit habe ich denn? World of Trucks. Was ist das denn? Aha. Mhm. Aha. Aha. Mhm. Aha. Ja, Arschlecken da 50. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich habe einen Auftrag geschafft. Ich fahre gleich noch einen. Aber das beende ich jetzt erstmal hier. Macht's gut, tschüss und denkt an den Daumen.